Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. Wir befinden uns fraglicherweise eventuell auf der Zielgeraden und sind auf dem Weg zu Wallace im Gefängnis. Und auf dem Weg werden wir allerdings noch ein paar Strapazen über uns ergehen lassen müssen. Und es wird auch nicht einfach. Von daher genießt die Show und leidet mit mir. Okay, den nehme ich mit. Retro-Rockets. Ein bisschen Munition. Auch wenn wir davon mehr als genug haben. Aber kann man jemals mehr als genug haben? Oh, Melody. Hallo? Did anyone see you come in here? Oh, help me, I'm gonna die. They're gonna kill me. Wer bist du? Melody. I'm just a mechanical engineer. I'm not even armed. I was supposed to fix the gas system. Now I'm hiding for my damn life. Und hast du es repariert? Of course I did. It's my damn job. But I can't go release the gas without authorization. I'd be fired. Aber ich könnte. Dann lass mich es machen. No, I get fired for that too. Just I'm gonna hide until this blows over. Ich werd's tun. So. Hätte ich sie vorher fragen sollen, wie das geht? Höchstwahrscheinlich. Warte, hast du irgendwie ein Passwort für mich oder so? Ah, die Mütze, die will ich nicht. Die ist doch hässlich. LBRNTH, forciertes Pazzi, hast du nicht gesehen. Durch den Einsatz, den von UDL patentierten, hast du nicht gesehen, irgendwas System, werden die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. UDL haftet nicht für Verletzungen an Personal oder anderen Humanressourcen, die durch den Einsatz des FPS verursacht werden. Dieses FPS darf nur in Notfallsituationen eingesetzt werden. Das ist ein Notfall. Ja, soll sie doch eine Pistole ziehen. Stimmt, Gulli, sie hat gesagt, sie ist unbewaffnet. Du hast recht. Oh, die verlogene Sau. Die hat es verdient, getötet zu werden. Der ordnungsgemäße Einsatz schützt den Anwender vor Strafaktionen, selbst im Falle von verursachten Verletzungen. Kann ja keiner böse auf mich sein. Da dieses System ein starkes, dampfbasiertes Pazifizierung verwendet, sollte der nächstmögliche Ingenieur darüber informiert werden, dass die Ventile des Systems nach jedem Einsatz ausgetauscht werden müssen. Werde ich machen, keine Sorge. Was? Erfordert Autorisierungspasswort? Kannst du mir das Passwort sagen? Ist es leicht Beni? Scheiße. Dabei wollte ich es mir doch einfach machen. Okay, wir schauen uns hier um. Hier muss ja irgendwo ein Passwort sein. Höchstwahrscheinlich unterm Tisch. Ha! Eine Liste mit Passwörtern für etwas namens Arr. Es gibt 3 Spalten, aber nur eine ist nicht durchgestrichen. Das heutige Passwort der Liste ist Borst. Okay, uns fehlt noch ein Passwort. Ist es Borst? Ja. Okay, wir haben Borst, wir haben Akane, irgendwie so ähnlich. Irgendwas, irgendwie so hieß das. Ja. Ich sehe kein Passwort. Frage an den Chat. Weiß jemand, wie man reanimiert? Hm. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ach, ich mach die auch so fertig. Er braucht schon Passwörter. Ist hier vielleicht eins? Oben Ausgang. K.
Okay, von hier oben kann ich auch nicht töten. Ja, Fallout. Ich bezweifle, dass das das Wort ist. Nach dem Kopfschuss kann man doch reanimieren. Ein Arzt kann doch alles, oder? Zumindest in Videospielen. Ich meine, hier laufen die Leute immer noch rum, währenddessen die einen Kopfschuss kassiert haben, also. Ich meine ja nur. Könnte hier runter, aber meine Quest geht auch da hinten hin. Und wieso sind da zwei Gegner irgendwo? Von da kamen wir, oder? Die Tür ist zu. Aber was zum Teufel ist da? Grubenausgang. Aber was kann ich denn hier unten machen? Na, kein Passwort. Gib mir ein Passwort. Ich glaube, wir müssen hier lang, um zum Grubenausgang zu kommen. Ich sehe eine Menge rote Pfeile. Warte. Moment. Oh, hier haben wir alle umgebracht. Alles klar, gut. Alles in Ordnung. Aber diese Tür ist zu. Die Frage ist, wenn wir es doch irgendwie schaffen sollten, das Gas ausströmen zu lassen, würden dann hier in diesem Bereich alle sterben oder allgemein alle? Warte, warte, warte. Wir gehen mal hier entlang. LBRNTH Lagerterminal. Mitteilung eures Lieblingswärters. Bitte lagert hier keine verderblichen Lebensmittel. Wir haben diesen Raum als Kühlraum deklariert, weil wir die Kapseln hier lagern wollen. Das ist kein Kühlschrank. Das nächste Mal, wenn ich hier einen Behälter mit schimmelnder Wollkuh finde, stelle ich ihn eine ganze Woche lang vor die Luftzufuhr der Klimaanlage. Mh, lecker. Kanister mit irgendwie Säure, Schlagstöcke. Kann ich es aufmachen? Notwendige Strukturveränderung für die Unterbringung von Kryonik. Kapseln in der LBRNTH-Einrichtung. Eine Analyse von den Ingenieuren Redfield, Crane und Geist. Zunächst muss jede Kapsel konstant mit mindestens 34 Kilowatt Strom versorgt werden und die in den Kapseln gelagerten Subjekte müssen regelmäßig eine Dosis Vito-Kryo-Flüssigkeit verabreicht bekommen. Dieser endlose Satz erstreckt sich noch über weitere 12 Seiten, bevor er endlich endet. Und somit empfehlen wir, um die strukturelle Integrität des Bereichs, der als die Grube designiert wurde, zu gewährleisten, dass alle Kapseln in zylindrischen Form und eine tragende Struktur herum angebracht werden, die in den Mantel von Tartarus gebohrt wird. Mit einer maximalen Tiefe von hast du nicht gesehen. Okay. Kann das sein, dass auf diesem Planeten einfach nur alle eingefroren waren? Und dann kam Wallace und hat sie alle quasi aufgetaut? Kommt hin, oder? Kein Passwort. Ho! So, Kapsel 1. Häftling. Williams. Hä? Wieso tauschen sie die Leute aus? Zuvor Williams. Danach wieder Williams. Fehler, undefiniert. Nein. Ich habe eigentlich auf ein Passwort gehofft. Na ja, gut. Gehen wir in die Grube. Ladescreen! Oh. Schade. Oh, stell euch vor, ich sterbe jetzt. Oh, bitte nicht. Oh. Jetzt zu sterben wäre eine Katastrophe. Okay. Ich brauche ein Bild. Von der Gesamtsituation. Wir haben die Gefängniskabinen erreicht. Deswegen heißt es die Grube. Seltsamerweise geht man die Grube nach oben. MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So, get in there and fight! Ah, jetzt ist MSI auch noch hier. Ach, ist das lustig, dass mir alle helfen wollen.
Nein, 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 nein. MSI-Soldat, hilf mir. Ich verstecke mich mal in eure Eingangshalle. Ich heile mich mal ganz kurz. Nur für den Fall der Fälle, man weiß ja nie. Super. Mein Schutz ist gestorben. Sag mal, was macht ihr denn? Ihr sollt mir doch helfen. Ups. Okay, Freunde. Freunde sind immer gut. Ich sehe auf der Map keine Feinde mehr. Ein gutes Zeichen. Muss ich dazu was sagen? Ich hoffe, du stirbst. Komm, fall um. Alles klar. Ja, ihr werdet... Nein. Ihr würdet mich niemals im Stich lassen. Kommt der? Was zum... Was war das? Him? Never done this before, but that ain't gonna stop me now. Okay, ich wurde von irgendwas getroffen und habe jetzt leichte Schwächeanfälle. Aber macht. Jag mir doch keinen Schreck ein, Junge. Mach doch nicht so einen Scheiß. Wie die da chillen, guckt sie euch an. Ich hoffe, du bist blind. Hä? War nicht gerade noch da? Habe ich den unsichtbar gemacht oder so? Das wäre seltsam. Okay, wir müssen jetzt aufpassen. Wir sind sehr weit gekommen. Das Gute ist, das Spiel zeigt mir an, dass da jemand ums Eck sitzt. Gefangener Captain. Ich habe mich voll in den Arsch geschossen. Ich liebe intelligente KIs. Irgendwo war hier noch mehr. Ah, da ist noch mehr irgendwo. Okay, wir haben jetzt zwei Türen. Das sieht so aus, als wäre auf der linken Seite ganz viele Gegner. Ich habe Sehnsüchte nach diesem Passwort. Aber leider habe ich die einzige umgebracht, die davon wusste. Oh. Okay, Schleichmodus. Vier Gegner. Okay, jetzt nicht sterben, Zero. Wir hatten jetzt eine Menge Spaß, aber es ist Schluss mit Sterben. Oh! Warum tue ich das? Warum? Ich verstehe es selber nicht. Hohohoho. Wie hat er mich nicht getroffen? Ja, das Spiel ist manchmal ein bisschen komisch. Ist klar, natürlich überlebst du das. Okay, wir machen jetzt keinen Mist, Leute. Lauf jetzt einmal zurück. So, wo sind meine helfenden Freunde da?
Ich hoffe, ihr macht auch bitte. Bitte macht irgendwas. Und vielleicht sollte ich nicht neben den explosiven Fässern stehen. Nein! Nein! Nein, er ist gegen mich! Scheiße! Nein, bitte sag mir nicht, dass alle gegen mich sind! Oh, bitte nicht, bitte nicht! Ich habe doch gar nichts getan! Oh nein! Scheiße! Doch, die sind jetzt alle gegen mich. Fuck! Oh. Du lebst noch? Wieso lebst du noch? Kannst du aufhören, auf mich zuzulaufen? Hör auf! Okay, er ist umgefallen, er ist umgefallen. Jetzt. Oh, danke. Warum? Ich wollte doch nur Hilfe. War das zu viel verlangt? Ist da noch irgendwas? Oh, sorry, ich war gerade ein bisschen angespannt. Okay. Ja, Monarch mag mich jetzt nicht mehr. Ha, das ist toll. Sind die wenigstens alle tot? Nein. Mich hat ein einziger oder zwei haben mich, glaube ich, verfolgt. Und ich habe jetzt kein Backup mehr. Beide sind hier. Ich drehe hier durch, Leute, ich drehe hier durch. Was für einen Sinn hat diese Leiter? Der Mülleimer ist sogar leer. Ach Mann, die wollen mich hier echt wegmobben, ne? Oh. Ich hoffe, das ist Wasser. Tür aufschließen. Ein Greenscreen? Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen Gemetzel. Ich habe mir schon wieder mein Mikro geschlagen. Schade, dass es nicht hier nicht. Oder, es gibt doch Third Person, ne? Ich glaube, wenn ich lange genug warte, lande ich doch in Third Person. Und dann könnte ich eine Greenscreen-Aufnahme machen. Diverse Klebezettel. Wer auch immer hier arbeitet, versucht wohl mit Klebezetteln den Überblick zu behalten. Unter den Lesbaren befinden sich Rockwell-Besuch to do. Ausweise konfiszieren, fertig. Ausweise neu drucken, sie steht aus. Wartungsschlösser wechseln, steht aus. Warte auf neue Schlösser. Neue Schlösser bestellen, fertig. Ach Mann. Kameras? Jim, ich versuche, Arkandes Befehl schnellstmöglich umzusetzen. Von meiner Seite aus sind nur noch ein paar Sachen offen, aber ich weiß noch nicht, was wir wegen der Kameras machen sollen. Sie meint, dass Sicherheitsvideos nicht genug seien. Sie will ganze Filmrollen. Was geht da vor sich? Filmrollen? Gibt's die da noch? Sie bringt einen VIP zur Internierung her. Die Sicherheit wird auch hochgefahren. Tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten. Ist ein ziemliches Chaos hier unten. Sagte irgendwas davon, dass eine Ankündigung aufgezeichnet wird. Alle sind furchtbar aufgeregt. Ist eine ziemlich Geheimniskrämerei. Aber ich rate mal, dieser VIP ist schon eine Weile auf der Flucht. Kann mir vorstellen, dass die Ingenieure ein paar Kameras haben. Ich schaue mal, ob ich welche finden kann. Die wollten Wallace hier aufnehmen. Wallace sollte hier irgendwas machen, ne? Ich glaube schon.
Jim, danke dir. Du kennst sie ja. Wenn wir auch nur eine Sache auf der Liste vermasseln, dann sind wir geliefert. Du hast ja keine Ahnung, wie verdammt schwierig es war, eine verfickte grüne Plane aufzutreiben. Ich weiß, wie schwierig das sein kann. Ich hatte auch meine. Und habe sie dann irgendwann, ja, wieder weggeworfen. Es geht noch höher, Leute. Auch wenn ich jetzt sterbe, ne, dann heule ich aber wirklich. Okay, wenn mir jetzt keiner zu Hilfe kommt, dann brauche ich eine gute Position. Da ist ein Typi. Was ist passiert? Was geht hier ab? Ah nein, sind die MSI-Soldaten gegen mich? Oh, bitte nicht, bitte sag mir nicht, dass sie gegen mich sind. Okay, sie sind für mich. Glaube ich. Okay. Dann nutze ich einfach mal die Chance der Verwirrung. Konzentration, Gulli. Keine Sorge, ich bin voll konzentriert. Ernsthaft? Kam nicht durch diesen Dreckhaufen durch. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, ob die MSI-Soldaten auf meiner Seite sind. Ich glaube, die MSI-Soldaten sind tot. Scheiße. Houston, wir haben ein Problem. Wie viel Leben haben die? Guckt euch das an. Ernsthaft? Ich hab versucht, die Shotgun. Zu jetzt mein. Oh, Hitbox in diesem Spiel ist außergewöhnlich. Okay, der eine hat mich vergessen. Hä? Wo kam das jetzt her? Okay, da hinten ist noch irgendwer. Die MSI-Soldaten haben nicht wirklich viel gerissen, oder? Oh. Ich weiß, wo das Problem liegt, glaube ich. Moment. Ja, meine Waffe ist halb kaputt. Nein, ich will den Ich will meinen Gegenstand reparieren. Okay. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich so wenig Schaden mache. Also so abgeschwächten Schaden. Normalerweise habe ich 2 Schüsse gebraucht, aber jetzt mittlerweile brauche ich mehr. Okay. Testen wir es mal. Ja, jetzt sind es 3000 Schaden. Ah. Oh, fühlt sich das gut an. Ah. Wo müssen wir hin? Grubenausgang. 11.000 Schaden. Ne, 1.000 Schaden. Nicht 11.000, ups. Ich habe mich kurz gefreut. Okay, verarschen wir die ein bisschen, solange ich nachlade. Okay. Oh Mensch. Das lief ja wie am Schnürchen, wa? Da unten irgendwas, ein bisschen Munition, irgendwelche Schränke. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ladescreen, gib mir Ladescreen.
Warum? Ich will doch nur speichern. Okay. Ach du Scheiße.